Hey Leute, willkommen zurück zu World of Warplanes. Heute wieder mit der F2A, aber diesmal habe ich sämtliche Verbesserungen eingebaut. Ich muss mir das echt in Zukunft noch abgewöhnen in World of Warplanes. Ich bin da so ein bisschen von World of Tanks geschädigt, dass ich mir meine ganzen XP immer aufsparen will. Aber das braucht man im Spiel ja gar nicht. Hier kriegt man wesentlich mehr XP. Mal gucken. Ich werde ja auf jeden Fall nicht dafür ausgeben, um Flugzeuge freizuschalten, aber ich werde doch jetzt mal öfter mehr, ja, zumindest die wichtigen Module, wie zum Beispiel eine stärkere Bewaffnung oder einen besseren Motor oder einen besseren Rumpf freischalten, je nach Flugzeugklasse. Dann läuft das wahrscheinlich auch eine ganze Ecke besser. Die F2A hatte ja letztes Mal nur 2x12,7 mm, jetzt hat sie 4x12,7 mm. Und das sollte doch jetzt noch eine ganze Ecke besser laufen. Gucken wir mal, wie es gleich wird. Ich mag Mehrzweckjäger. Ich finde, die gefallen mir noch mit am besten. Also die Mischung zwischen Jäger und schwere Jäger gefällt mir richtig gut, weil die sind auch noch ein bisschen beweglich und haben doch schon eine ganz gute Bewaffnung im Gegensatz zu Jägern. Bei den schweren Jägern ist halt das Problem, dass sie nicht so wendig sind. Aber okay, das dürfen die halt auch nicht sein, weil sonst wird keiner was anderes noch spielen. Gucken wir mal, was haben wir hier jetzt? Die wollen zuerst in der Mitte. Ich glaube, das können wir ruhig machen. Auf andererseits ist halt die Frage, wo wollen die hin? Nach oben oder nach unten? Sieht so aus, als ob die runter wollen. Weiß ich nicht. Halte ich nicht für so eine tolle Idee. Oben, ich glaube, oben ist doch, wäre doch auf jeden Fall näher gewesen, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Na gut, gucken wir mal. Ich werde mal schauen, dass ich hier gleich meine Bomben abwerfe. Und dann werde ich einen Jäger zerstören. Leichtes Luftverteidigungsflugzeug. Habe ich damit jetzt, habe ich das nicht gesehen oder habe ich mit den Bomben keinen Schaden gemacht? Na gut. Dich haben wir auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wohl, hier haben wir noch Kundschaft. Jede Menge Kundschaft. Na komm schon. So, dich haben wir zerbröselt. Was fliegt da noch so rum? F3F, okay. Ich würde mal sagen, wir sollten doch schon mit runterfliegen. Weil da sind auch mehr von uns. Frage ist, was machen wir mit dir? So, dich haben wir noch mitgenommen. Und dann fliege ich jetzt mal mit runter. Bomben wären auch wieder ready. Aber ich glaube, die haben wohl 100 Pfund Bomben. Ist halt die Frage, was kann man damit beschädigen? Ich will jetzt gar nicht mal sagen zerstören. Uiuiui, da sind aber doch schon ein paar Gegner hier unten. So, dich haben wir zerbröselt. Dich haben wir auch zerbröselt. Wow. Okay, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ansonsten, was fliegt denn hier noch so rum? Die da oben komme ich nicht dran. Da kann ich auch wieder Klappen einfahren. Das ist kaputt. Dann werfe ich hier nochmal was drauf. Da habe ich jetzt zumindest mal ein paar Pünktchen für bekommen.
Ah, haben wir schon. Gut, dann lade ich jetzt trotzdem erstmal die Bomben nach. Und ich glaube, was machen wir? Ich fliege erstmal wieder in die Mitte und dann vielleicht wieder nach oben. Weil gegen die kann ich hier nichts machen. Die fliegen für meine Verhältnisse zu hoch. Ein bisschen höher kann ich noch gehen. Ah, jetzt haben sie ihn eingenommen. Verdammt! Hätte ich wahrscheinlich schon früher hinfliegen sollen, oder? Ich glaube schon. F2A haben wir da. Ansonsten sind hier jetzt nicht unbedingt so viele von meinem Team. Na komm schon. So, erstmal klappen. Ja, na, das war doof. Das war echt doof. Weil da war sonst keiner weiter. Verdammt. Auf jeden Fall sollten wir uns mal wieder die Mitte schnappen. Und ich könnte durchaus mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ah, jetzt fliegen sie auch da unten hin. Wir müssen unbedingt mal hier was einnehmen. Sollte hier in der Mitte auch relativ schnell gehen. Na komm schon. Da könnte ich noch was drauf werfen. Mach schon! Weil jetzt aufs Bomben abwerfen sollte ich mich vielleicht nicht so konzentrieren. Gut, Punkt haben wir. Dich haben wir auch erledigt. Was fliegt da oben noch rum? BF-110B. Ah, noch ein bisschen. Da komme ich nicht dran. Aber der ist jetzt auch vom Fenster. Weg vom Fenster. Gut, dann jetzt mal nach oben. Also das können wir auf jeden Fall gewinnen. Definitiv, das sieht doch richtig gut aus, auch wenn wir ein bisschen von der Raketenbasis verloren haben. Aber wenn wir das hier gleich einnehmen. Der Gegner startet in der Militärbasis Raketen auf uns. Handeln Sie! Ich habe jetzt auch schon wieder. Die Frage ist, ob ich damit hier was wegsprengen kann oder nicht. So, den Punkt haben wir jetzt auch. Der sieht doch schon mal super aus. Ja, das haben wir doch im Sack. Jetzt auf jeden Fall 350 Punkte knapp. Da sollte doch jetzt nichts mehr schief gehen. Vielleicht kriegen sie noch die Mitte, aber... Ja, die Mitte, dann haben wir trotzdem gewonnen. Weil mit den beiden Militärbasen, da brennt auf jeden Fall nichts mehr an. Und das sieht punktetechnisch ja doch ganz okay aus. Auf jeden Fall. Und die haben schon einige Flieger verloren. Bin ich doch mal einigermaßen mit zufrieden. Bis auf die eine Aktion mal wieder, dass ich mich da hab's erledigen lassen.
lief das doch alles ganz okay soweit. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt nochmal die P36. Muss aber nochmal schauen, habe ich die schon komplett ausgebaut? Bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. 47.000 Credits, das ist doch schon mal ordentlich. Gut, gucken wir mal. P36, was haben wir hier? Ich habe alles und ich bin schon auch fast bei der P40. Gut, nehmen wir mal die P36. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die wirklich spielen soll. Es ist ein Jäger, aber es ist nicht wirklich so wendig, das Ding. Sobald man in Dogfight geht und das, ja, was, wie soll ich das sagen? Alles andere ist wendiger, alles andere ist beweglicher. Sie erreichen ein Gebiet mit Kampfhandlungen. Da hat man halt verloren. Da muss man gleich einen Gegner erledigen oder man hat verloren. Ich werde mich, glaube ich, jetzt hier erst auf den Punkt da oben stürzen, weil da kann ich ein bisschen mithelfen. Und dann fliege ich, glaube ich, mal in der Mitte. Ich bin eher Fan davon, so die äußeren Punkte einzunehmen und dann auf die Mitte zu gehen. Weil da kann man sich durchaus schon Punktevorteil sichern. Gut, das klappt nicht immer, aber es hat schon ein paar Mal geklappt. Die wollen da runter. Alles klar. Ich werde von der Flak beschossen. Na komm schon. So, dich haben wir schon mal. O-Fighter ist ein bisschen blöd. Motor ist überhitzt. Oh, du bist ein super Ziel gerade. Wunderbar. Den Punkt haben wir. Und dann... Ja, komm, dann fliege ich in der Mitte. Dann fliege ich gleich direkt in der Mitte. Vorsicht, der Gegner zieht große Truppen nahe dem Flugplatz zusammen. Was ich ja auch oft sehe, dass dann immer so, wenn Boost benutzt wird, dass immer so eine Sekunde geboostet wird und dann, wenn das wieder vorbei ist, wird wieder eine Sekunde geboostet, beziehungsweise sich das wieder erholt hat, aber ja, weiß ich nicht. Das ist mir zu viel Aufwand. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Ziel für mich, aber er hatte nichts mehr. Von daher... Oh, das könnte wieder extrem blöd hier werden. Jau, auf jeden Fall. Aber dich nehme ich noch mit. Verdammt, da bin ich echt zu langsam geworden. Und der hat das noch überlebt. So ein Mist. Das sah jetzt echt so aus, als ob er das Feuer noch gelöscht hat, auf jeden Fall. Ach, Menno, und jetzt haben sie auch noch die Mitte dadurch eingenommen. Gut, was hätte ich jetzt in der Situation machen sollen? Ich hätte auch ganz ehrlich nicht mehr abdrehen können. Ohne Witz, ich wäre da doch nie im Leben wieder weggekommen. Es sind einfach zu viele Gegner in der Mitte. Ja, nee, da fliege ich so nicht nochmal hin. Die sind ja... Es sind viel zu viele da. Ha, dann fliegen wir doch mal. Was machen wir denn da mal? Ich würde ja fast sagen... Na komm, ich muss denen hier helfen. Das ist echt eine blöde Idee. So.
So, einen habe ich mitgenommen, aber das hat jetzt auch nicht viel gebracht. Ich hätte vermutlich oben hinfliegen sollen, um die da rauszunehmen. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Der ist schon ein bisschen bitter. Auf jeden Fall. Ja, das Problem ist wirklich, was soll ich denn an der Stelle da machen? Wenn ich da alleine rumschwirre, dann kann ich ja im Prinzip gar nichts machen, oder? Ich wäre wirklich hochgeflogen. Jetzt fliegen sie alle da rum. Super. Zerg-Taktik. FTW. Ja, das war auch eine super Idee. Nicht. Oh Mann. Ich komme mir so allein und verlassen vor. Die fliegen direkt da vor unserem Spawn rum. Die zergen da einfach nur rum. Dann fliege ich runter. Über ganz außen und dann auf die andere Seite. Was anderes kann man hier echt vergessen. Da macht man nicht mehr viel. Oder ich kümmere mich gleich mal hier um den Flieger. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine blöde Idee. Bevor der gleich noch hier das Bergwerk einnimmt. Aber da an dem habe ich ganz schön lange rumzukauen. Auf jeden Fall. Den Regen und Bomber sind hier auch noch. Boah, das sieht ja nicht gut aus. Boah, will nicht drauf fliegen. Na gut, den Punkt verlieren wir gleich auch noch. Verdammt, ich hätte noch gedacht, vielleicht kann ich ihn noch hier vorher rausnehmen. Das nochmal ein bisschen zurückzusetzen. Aber keine Chance. BF-110B. Ja, was will man da machen? Da macht man nichts mehr. Yay, Erster! Was für eine Meisterleistung. Total. Boah, das lief ja echt blöd. Aber ich wusste auch nicht, was ich da machen soll. Weil die haben überall gezerrt. Gut, ich hätte schon viel früher außen rumfliegen können. Wie gesagt, den Punkt... Garnison oben noch verteidigen, wäre auch noch eine Option gewesen, aber ob das jetzt wirklich so viel gebracht hätte, ich hatte auch nicht das Gefühl, ich hätte da wirklich ein Team gehabt. Okay. Würde mal eure Meinung interessieren. Gut, das war es erstmal wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis bald.